Ja, liebe Leute, hier soll ja heute ein sogenannter, ich sage ganz bewusst sogenannter, Trauermarsch stattfinden. Bei diesem verlogenen Schmierentheater, da zeigt sich einmal mehr, was ich schon oft gesagt habe, dass nämlich Rechte an sich selber denken, maximal noch an die eigenen Kinder oder an die eigene Bubble. Und das Linke, und damit meine ich jetzt nicht die Freie Linke, weil die müsste eher Freie Rechte heißen, das Linke auch an andere denken, mal ganz plakativ gesagt. Worum trauert die Corona-Szene denn heute? Um die Menschen, die an Corona gestorben sind? Wir haben gerade einen sehr emotionalen und ergreifenden Beitrag gehört. Nein, die trauern um sich selbst. Die trauern um ihre eigenen angeblich verletzten Grundrechte, um ihre eigene Meinungsfreiheit, wobei die Meinungsfreiheit ja ein Grundrecht ist. Leute, wenn ihr keine Meinungsfreiheit hättet, dann würdet ihr hier gar nicht stehen und dann könnten wir uns den ganzen Kram hier sparen. Ich habe auch was Besseres zu tun, samstags nach einer vollen Arbeitswoche. Ich arbeite Vollzeit, da muss ich nicht hier noch am Aasee rumfrieren. Ich habe auch was anderes zu tun. Und um Impftote soll auch getrauert werden. Ich sage ganz bewusst in Anführungsstrichen Impftote. Bei den Schwurblern gilt aber offenbar jede und jeder als an der Impfung gestorben, der zufällig das Pech hatte, schon geimpft zu sein, als er gestorben ist. Zumal, wenn er dann noch plötzlich gestorben ist. Dafür gab es sogar ein Portal, das hieß plötzlich und unerwartet, also so eine Website. Da konnte also Hinz und Kunz irgendjemanden, wo zufällig in der Anzeige stand, er verstarb plötzlich oder unerwartet, dort eintragen. Ja, glücklicherweise ist diese Seite inzwischen vom Netz. Ja, aber es wird also jeder als Impftoter, und das ist ganz bewusst, sage ich in Anführungsstrichen, ein Narrativ, wird also jeder als Impftoter gezählt, der also zufällig geimpft gestorben ist. Und dann sollen hier noch, ich zitiere, um zerbrochene Beziehungen getrauert werden. Ja, wenn natürlich immer dasselbe immer wieder kommt, und ich habe so einen Fall im Kollegenkreis, ja, und berechtigte Kritik der Freundinnen und Freunde, das sehen wir immer auf Facebook oder ja, vor allen Dingen auf Facebook, wo dann also auch noch Leute außerhalb der Blase vielleicht mal kommentieren. Wenn also da Bedenken geäußert werden, zum Beispiel, dass der Sender, der da als Quelle angegeben wird, dass das ein Sender von einem Neonazi ist, sowas wird einfach abgebügelt. Und wenn einem das dann tatsächlich mehrfach passiert, und das haben wir auf Facebook mehrfach gesehen, da haben wir Screenshots von, ja, dann hat Mensch natürlich auch keine Lust mehr, mit diesen Leuten zu diskutieren. Und dann kann man, dann zerbrechen tatsächlich Beziehungen. Dann braucht man jetzt auch nicht mehr über zerbrochene Beziehungen zu jammern. Und wenn ich das dann jetzt mal auf die Stadtebene hochziehe, ja, ihr trauert darum, dass hier Sachen zerbrochen sind oder ihr wollt wieder Türen öffnen. Ja, wer hat denn angefangen mit dem ganzen Schwurbler-Scheiß? Haben wir zum Beispiel die Initiative gegen Corona-Verharmlosung? Oder hat die Linkspartei? Oder haben die Grünen? Oder das Kein-Meter-Bündnis? Haben wir die Umbrella-Gruppe aufgemacht? Oder die Katzenvideos-Gruppe, so hieß also ganz am Anfang gemeinsam für Grundrechte. Ja, oder haben wir letztes Jahr im April vorm Schloss gesessen und eine Ignorance-Meditation gemacht? Haben wir Samuel Eckert eingeladen zum Hafenplatz? Oder haben wir Anja Heusmann eingeladen mit ihrer Frauenbustour vor den Dom? Und jetzt werden da zerbrochene Beziehungen betrauert, dass keiner mehr Lust hat, mit denen zu reden. Nein, ich habe es am Anfang schon gesagt.
Wir reden nicht mehr mit Schwurblerinnen und Schwurblern. Das bringt nichts. Genau wie das Reden mit eingefleischten Neonazis nicht bringt. Ist genau dasselbe. So. Und da gab es ein Update. Dieser Trauermarsch wurde natürlich in den einschlägigen Gruppen beworben. Da gab es ein Update zu heute. Die Schilder mit den schwarzen Umrandungen, ich sehe übrigens gar keine schwarzen Umrandungen, also die Schilder, die möchten bitte so gestaltet werden, dass sie Türen öffnen und nicht sofort alle Schotten schließen. Das ist ein Zitat. Ja, und es wurde empfohlen, Fragen zu stellen auf den Schildern. Und das greife ich jetzt mal auf. Wir haben da auch so ein paar Fragen. Warum laufen da immer wieder Leute rum, die nachgewiesenermaßen Kontakte zu Neonazis haben? Leute, wir haben Fotos, dass Leute mit euch rum, mit Leuten rumlaufen, die bei Die Rechte sind zum Beispiel. Ja? Also das kann man nicht ableugnen, da kann man noch so viele rumschwurbeln und rumschreien. Ja, warum werden da Bilder oder Videos von Leuten gepostet, die an anderer Stelle den Holocaust leugnen? Ja, es wird immer wieder David Icke gepostet zum Beispiel. Ne? Es werden Sachen gepostet von Leuten, die für Holocaustleugnung teilweise rechtskräftig verurteilt worden sind. Ja, warum muss ich das, das kann man fast jeden Tag lesen bei euch. Und warum werden da ständig Vergleiche, irgendwelche perfiden Vergleiche mit der systematischen Entrechtung von Jüdinnen und Juden gezogen? Als Jüdin oder Jude wird ein Mensch geboren. Und in der Nazizeit war es so, dass selbst dadurch, dass jemand konvertiert ist, wie zum Beispiel Edith Stein, die ist katholisch geworden, die ist sogar Nonne geworden, dass man selbst da mit der Vernichtung nicht entrinnen konnte. So, es wird aber niemand als Impfgegner geboren. Ja, Schwurbler werden nicht zu Unrecht aufgrund eines unauslöschlichen Merkmals diskriminiert, ja, wie zum Beispiel die Juden, sondern die ernten lediglich die logischen Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens. Und dieses Verhalten ist übrigens durchaus modifizierbar. Und deswegen ist auch das große Mimimi, was heute folgen soll, das ist völlig fehl am Platze. Und es ist angemessen, dass wir lautstark dagegen protestieren, um zu zeigen, was wir davon halten. Nämlich gar nichts. Dankeschön. Hat er irgendwo gelesen, hat er irgendwo gehört, dass die Erde eine Scheibe ist, 5G die Welt zerstört. Politiker sind Echsen, deutscher Quergeist, denk mal nach. TNBO ist abgesagt, Vernunft wäre hier angebracht. Jetzt hier.